hier komme ich nicht umhin, die Bundesregierung wirklich zu kritisieren für die mangelhafte Vorbereitung, mit der sie in unserem Land unterwegs ist. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten eine große Anfrage gestellt, vor mehreren Monaten schon, weil uns klar war, es gibt verschiedene Szenarien. Und ein Szenario ist das, das sich jetzt als wahrscheinlichstes herausstellt, eben ein harter Brexit. Und was hat uns die Bundesregierung angeboten zur Beantwortung als Frist? Das muss man sich mal vorstellen. Am 29. März nächsten Jahres findet der Brexit statt, nach dem Artikel 50. Die Antwort auf unsere große Anfrage zur Vorbereitung unseres Landes auf die Konsequenzen wollte die Bundesregierung am 31. Mai 2019 vorlegen. Ja, herzlichen Dank, liebe Bundesregierung. Das ist keine Vorbereitung, das ist ein Nachklapp. Das brauchen wir nicht.